Ich begrüße Sie zum Video Hilbert-Kurve. In diesem Video werde ich Ihnen jetzt eine Kurve vorstellen oder genauer gesagt einen Polygonzug, der eine unendliche Länge hat und ein Quadrat mit der Kantenlänge 1 vollständig ausfüllen wird. Das heißt, dass diese Kurve eine Fläche generiert, die einen Flächeninhalt von 1 haben wird. Dazu betrachten wir einmal oben das linke Bild, das Sie hier sehen. Dort habe ich ein Quadrat hingezeichnet mit der Kantenlänge 1. Und wir werden von diesem Quadrat jetzt 4 um den Faktor 1,5 verkleinerte Quadrate zusammensetzen, so wie Sie das hier oben links im Bild sehen. Dort werden 4 verkleinerte Quadrate mit der Kantenlänge 1,5 jeweils zusammengesetzt zu dem ursprünglichen Quadrat, welches die Kantenlänge 1 gerade hatte. Und durch diese 4 Quadrate soll jetzt eine Kurve verlaufen, die ich hier schon einmal im Rot hingezeichnet habe. Und zwar verläuft diese Kurve vom linken unteren Quadrat, genau genommen vom Mittelpunkt startend aus, den Mittelpunkt bezeichne ich immer mit 1, in das obere linke Quadrat in den Mittelpunkt hinein. Von da aus geht es dann weiter in den Mittelpunkt des rechten oberen Quadrates, den ich hier mit 3 bezeichne. Und enden wird die Kurve im unteren rechten Mittelpunkt, also im Punkt Nummer 4. Und die Kurve wird dann im Uhrzeigersinn durchlaufen. Im nächsten Schritt werden wir jetzt von diesem Initiator 4 um den Faktor 1,5 verkleinerte Kopien anfertigen und diese 4 verkleinerten Kopien zu einem Generator zusammensetzen, so wie Sie das hier in der Stufe 1 sehen. Unten links in der Stufe 1 im Generator sehen Sie das Quadrat, was verkleinert worden ist. Das ist das ursprüngliche Quadrat um den Faktor 1,5 verkleinert. Das heißt, die Kantenlänge wäre jetzt insgesamt hier nur noch 1,5, wobei jedes dieser 4 Quadrate, was sich hier drin befindet, nur noch eine Kantenlänge von 1/4 jeweils hat. Dabei wurde offensichtlich, wie Sie hier sehen, der Generator im Uhrzeigersinn um 90 Grad gerade gedreht. Und wir werden diesen verkleinerten Initiator dann noch zweimal hinzufügen, einmal oben links in das Quadrat hinein und einmal rechts in das Quadrat hinein. Und schließlich unten rechts noch einmal den gedrehten Initiator, diesmal entgegengesetzt des Uhrzeigersinns um 90 Grad. Dann erhalten Sie also hier 4 solcher roten Polygonzüge. Und diese 4 roten Polygonzüge werden jetzt verbunden durch grüne Strecken, die Sie hier eingezeichnet sehen. Wir haben hier also 3 solcher grünen Strecke, die diese einzelnen Polygonzüge hier verbinden. Und wenn Sie das Spiel jetzt immer so weitertreiben, wir fertigen also jetzt vom Generator wiederum eine um den Faktor 1,5 verkleinerte Kopie an und ordnen 4 solcher verkleinerten Generatorkopien nach dem Muster des Generators wieder zusammen. Dann erhalten Sie das Bild, was Sie hier in der Stufe 2 sehen. Auch diese einzelnen 4 Generatorkopien wurden dann wieder verbunden durch 4 rote Strecken, grüne Strecken, die ich hier mal markiere. Und so geht das Spiel dann immer weiter. Sie gelangen dann in jeder Iterationsstufe zu einem feineren Muster, so wie Sie das hier in diesen Bildern hier sehen, die ich hier schon mal vorbereitet habe. Das Muster wird also von Stufe zu Stufe immer feiner. Und Sie sehen, in der Stufe 6 kann man schon erkennen, dass offensichtlich diese Kurve das Quadrat, das ursprüngliche Quadrat der Kantenlänge 1, vollständig ausfüllen wird. Uns interessiert jetzt zunächst einmal, welche Länge hat der Polygonzug in der Enden-Iterationsstufe? Wir fangen einmal an mit der Kurvenlänge oder mit der Polygonzuglänge im Initiator und diese Länge möchte ich bezeichnen mit L-Index 0. Wir haben dort vorliegen 3 rote Strecken, wie Sie sehen, die ja jeweils vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt verlaufen. Das heißt, die Streckenlänge wäre hier im Initiator gerade 1,5. Und solche Strecken haben wir 3 Stück. Das heißt, wir haben hier insgesamt eine Länge von 3 mal 1,5 vorliegen. Im Generator, die Länge möchte ich damit L1 bezeichnen. Dort werden 4 solcher Initiatorkurven zusammengesetzt. Das heißt, wir haben schon mal 4 mal 3 solcher roten Strecken. Allerdings müssen wir jetzt noch berücksichtigen, dass diese 4 roten Polygonzüge ja verbunden wurden durch 3 solcher Grünstrecken, die ich hier im Generator eingezeichnet habe. Auch diese haben jeweils die Länge von
ein Viertel diesmal. Bedenken Sie, dass die Kantenlänge jedes dieser 16 Würfel nur noch ein Viertel beträgt. Das heißt, auch die Streckenlänge jeder dieser roten Linien, die Sie hier sehen, ist nur noch ein Viertel lang. Das heißt also, wir haben 4 mal 3 rote Strecken plus 3 grüne Verbindungsstrecken sozusagen, sodass wir insgesamt 4 mal 3 plus 3 Strecken vorliegen haben, der Länge ein Viertel. In der nächsten Stufe, also in der Stufe 2, ja, dort müssen wir jetzt 4 mal 3 plus 3, das sind ja insgesamt 15 Strecken. Diese 15 Strecken müssen wir zunächst einmal mit 4 multiplizieren und dann haben wir noch 3 Verbindungsstrecken hinzuzuaddieren, die ich hier mal schwarz umrandet habe in der Stufe 2. Das heißt, zu den 15 mal 4 Strecken kommen noch 3 Verbindungsstrecken hinzu und jede Strecke hat hier eine Länge von 1 Achtel. Und das Ganze kann man jetzt noch etwas schöner hinschreiben. 15 mal 4 ist ja 60. 60 plus 3 gibt ja 63. Also haben wir 63 Strecken mit der Streckenlänge von jeweils 1 Achtel. Die 63 kann man aber auch schreiben, wenn man möchte, als 64 minus 1. Das ist ja gerade 63 mal 1 Achtel. Und die 64 lässt sich aber auch schreiben als 2 hoch 6 offensichtlich minus 1. Und das Ganze multipliziert mit 1 Achtel und 1 Achtel können wir schreiben als 2 hoch 3. Das liefert also 2 hoch 6 minus 1 multipliziert mit 2 hoch minus 3 mit den Rechenregeln der Potenzgesetze. Und wenn Sie diese Klammer jetzt ausmultiplizieren, erhalten Sie als Endformel hier offensichtlich 2 hoch 3 minus 2 hoch minus 3. Das wäre also die Streckenlänge in der Stufe 2 des Polygonzugs. Dasselbe können wir auch vornehmen für die Streckenlänge AL1. 4 mal 3 ist 12, plus 3 gibt 15, also haben wir hier 15 mal 1 Viertel stehen. Die 15 kann man aber wieder schreiben als 16 minus 1 mal 1 Viertel. Und die 16 lässt sich schreiben als Zweierpotenz, nämlich 2 hoch 4 minus 1. Und die 1 Viertel als 1 dividiert durch 2 Quadrat. Gibt also 2 hoch 4 minus 1 mal 2 hoch minus 2. Multiplizieren Sie die Klammern aus, erhalten Sie hier 2 hoch 2 minus 2 hoch minus 2. Und dasselbe lässt sich auch für die erste oder für die nullte Stufe, für den Initiator schreiben. Die 3 lässt sich ja schreiben als 4 minus 1 mal 1 halb. Das ist ja nichts anderes wie 2 Quadrat minus 1 mal 2, 1 dividiert durch 2 hoch 1. Das liefert also 2 Quadrat minus 1 mal 2 hoch minus 1. Ausmultipliziert erhalten Sie dann 2 hoch 1 minus 2 hoch minus 1. Und wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut, erhalten wir dann offensichtlich für die Länge des Polygonzuges in der Enteniterationsstufe folgende Formel. L-Index n wird dann sein 2 hoch n plus 1 minus 2 hoch minus in Klammern n plus 1. Und das gilt dann für alle natürlichen Zahlen n inklusive der Zahl 0. Das muss man streng genommen natürlich mathematisch wieder beweisen, beispielsweise mit vollständiger Induktion. Der Beweis ist aber sehr einfach, das möchte ich hier nicht machen. Das überlasse ich Ihnen einmal. Uns interessiert vielmehr, wie sieht jetzt eigentlich die Grenzlänge der Figur aus, also die Grenzlänge der Hilbert-Kurve. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, die Grenzlänge des Polygonzugs, und die möchte ich bezeichnen mit L, und das soll gerade sein der Limes n gegen unendlich der Länge des n-ten Polygonzuges. Heißt, das ist bei uns der Limes n gegen unendlich von 2 hoch n plus 1 minus 2 hoch minus in Klammern n plus 1. Und wenn Sie den Limes jetzt hier ausführen würden, dann sehen Sie, dass der erste Summand in dieser runden Klammer offensichtlich gegen unendlich strebt. Der zweite Summand aufgrund dieses negativen Vorzeichens im Exponenten strebt gegen 0. Insgesamt wird also die Länge dieses Polygonzuges oder die Länge der Hilbert-Kurve hier offensichtlich den Wert unendlich ergeben. Als nächsten Schritt wollen wir uns einmal die Fläche anschauen, die hier entsteht. Man sieht hier schon, dass die Fläche offensichtlich vollständig ausgefüllt wird durch die Hilbert-Kurve. Das kann man folgendermaßen einsehen. Natürlich muss man das mathematisch wieder beweisen. Das werde ich in einem späteren Video einmal machen.
Und zwar im Initiator sind wir ja gestartet mit einer Kurve, die begonnen ist in einem Quadrat, und zwar im Mittelpunkt eines Quadrates. Und diese Kurve durchläuft also alle Mittelpunkte dieser Quadrate. Im ersten oder im nullten Schritt im Initiator haben wir 4 Quadrate vorliegen. Die Kurve passiert sozusagen sämtliche Mittelpunkte dieser einzelnen Quadrate. In der Stufe 0 haben wir eine Kantenlänge des Quadrates von 1/2. Das möchte ich mal bezeichnen mit a-Index 0. Das ist also 1 dividiert durch 2 hoch 1. In der ersten Stufe im Generator haben wir eine Kantenlänge vorliegen. Die möchte ich hier mit a1 bezeichnen. Das ist offensichtlich gerade 1 dividiert durch 2 Quadrat, was ja 1/4 eigentlich ist. In der nächsten Stufe erhalten wir eine Kantenlänge a-Index 2 und diese Kantenlänge wäre dann 1/16 oder 1 dividiert durch, nee, 1/8, nicht 1/16, 1/8, das ist 1 dividiert durch 2 hoch 3. So dass wir in der Endenstufe offensichtlich schreiben können, a Index n, die Kantenlänge des Quadrates in der Endenstufe ist 1 dividiert durch 2 hoch n plus 1. Und wenn Sie jetzt den Limes n gegen unendlich betrachten, wird ja die Kantenlänge jedes Quadrates offensichtlich gegen 0 streben. Das heißt, es bleibt dann sozusagen nur noch der Mittelpunkt übrig, bildlich gesehen. Das heißt, wir haben dann unendlich viele Quadrate, die durchlaufen werden, wobei die Kurve vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt geht. Das heißt, jeder einzelne Punkt dieses Ausgangsquadrates, was ich in der Stufe 6 noch einmal bezeichnen möchte, das hatte ja eine Kantenlänge jeweils von 1, so dass jeder Punkt in diesem Quadrat offensichtlich getroffen wird. Und der Flächeninhalt würde dann gerade 1 sein. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, diese Hilbert-Kurve oder besser gesagt das Hilbert-Polygon, müsste man genauer sagen, hat ja eine Länge von unendlich und erzeugt eine Fläche mit dem Flächeninhalt 1. Und das ist schon ziemlich merkwürdig. Wir haben ja also eine Kurve, eine sogenannte flächenfüllende Kurve vorliegen. Und man kann hier sogar zeigen, dass diese Hilbert-Kurve sich auch erweitern lässt auf den dreidimensionalen Raum. Das heißt, wenn Sie einen Würfel betrachten mit der Kantenlänge 1, den könnte man ja beschreiben durch das kartesische Produkt des abgeschlossenen Intervalls von 0 bis 1 hoch 3, dass diese Hilbert-Kurve sogar eine raumfüllende Kurve ist, das heißt, diesen gesamten Würfel mit der Kantenlänge 1 ausfüllen wird. Diese Hilbert-Kurve hat allerdings einige interessante Eigenschaften. Und zwar kann man zeigen, dass diese Hilbert-Kurve in jedem Punkt der Kurve stetig ist, aber in nirgends differenzierbar sein wird. Und wenn man diese Abbildung einmal formuliert, das möchte ich hier nur so andeuten, und zwar im Endenschritt haben wir eine Hilbert-Kurve oder ein Hilbert-Polynom, das möchte ich mal mit p-Index n bezeichnen. Und wir konstruieren uns später eine Abbildung aus dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 1 in die Fläche hinein, von 0 bis 1 hoch 2, also das kartesische Produkt von 0 bis 1 im Quadrat, dann werden wir zeigen können, dass diese Abbildung eine stetige Abbildung sein wird, aber in keinem Punkt differenzierbar sein wird. Und man kann zeigen, dass diese Abbildung surjektiv ist. Das heißt, dass für jeden Punkt in diesem Einheitsquadrat offensichtlich mindestens ein Urbild existiert. Und man kann auch zeigen, dass diese Abbildung nicht injektiv ist. Das bedeutet, dass zu einem Punkt in dieser Fläche auch manchmal mehr als ein Urbild existieren wird. Fazit der ganzen Sache ist jetzt folgendes. Wir haben hier also offensichtlich eine Monsterkurve vorliegen. Das möchte ich hier noch einmal hinschreiben. Eine Monsterkurve. Die Hilbert-Kurve ist eine Monsterkurve. Von diesen Monsterkurven, also von diesen flächenfüllenden bzw. raumfüllenden Kurven, gibt es noch viele weite andere. Beispielsweise möchte ich einmal nennen die Piano-Kurve. Auch die ist eine flächenfüllende Kurve oder die Lebesgue-Kurve. Allerdings müssen wir jetzt die Vorstellung der Dimension neu überdenken. Denn bedenken Sie, wir haben aus einer Kurve hier sozusagen eine Fläche gemacht. Und nach unserem normalen Verständnis sind Kurven ja eigentlich nur eindimensional und Flächen sind zweidimensional.
Die Hilbert-Kurve ist also eine Kurve, die eigentlich eindimensional ist, aber für uns eine zweidimensionale Fläche erzeugt. Und deshalb müssen wir den Dimensionsbegriff hier im Prinzip neu überdenken. Und auf diesen Dimensionsbegriff, der uns dann noch beschäftigen wird, werde ich in den nächsten Videos dann noch eingehend drauf hinweisen.